China hat entsprechend ebenfalls sich geäußert, was zu erwarten war, und hat Regulierungen eingeführt und vor den Kryptowährungen, den freien Kryptowährungen gewarnt. Sie wollen ihre staatliche Kryptowährung durchsetzen. Und das ist das, was wir schon seit Jahren hier auf CashKurs sagen, was die Zukunft sein wird. Es wird die Kryptowährung, die digitalen Währungen geben, die staatlichen, voll kontrollierten und die einen Teil der Beerdigung unserer Freiheit mit bewirken, und die angeblich so freien privaten Kryptowährungen, die wird man dann zunehmend aus dem Markt drängen. Klar, bei solchen Schwankungen, wer will da schon wirklich damit arbeiten? Und ja, dann hört man auch, dass die Pipeline-Erpresser in den USA, dass die in Bitcoin bezahlt wurden. Auch das wird man sehr aufmerksam verfolgen, sagen, Moment mal, das ist doch ein Geld von Kriminellen. Damit werden Erpressungsgelder bezahlt, weil es anonym ist, vermeintlich. Damit werden ganz schlimme Dinge getan, Schwarzgeld, Wäsche etc. pp. Also die Argumente, Energieverbrauch, Umweltschutz, die Argumente, um Bitcoin und andere Kryptowährungen dann zu verbieten, weil sie unethisch sind, weil sie kriminell sind, weil sie die Umwelt schädigen, meine Damen und Herren, die liegen doch alle längst auf dem Tisch. Es fehlt nur der richtige Zeitpunkt, das zu tun, und wo dann der Wert der Kryptowährung, der privaten Kryptowährung liegt, das, ich glaube, kann man abschätzen.